Leb wohl, lieber Vater. Ich will mir immer Mühe geben, ein guter Mensch zu sein. Bitte deshalb den lieben Gott, dass er mir es wohl ergehen lasse. Leb wohl. Komm, wir werfen ihn hinaus, vor die Tür des Friedhofs. Er soll hier keine Ruhe finden in der Erde. Aber weshalb wollt ihr dem armen Toten Böses tun? Ah, Schnick, Schnack, Schnick, Schnack. Der Tote hier schuldet uns Geld und konnte es nicht zurückzahlen. Wenn er nicht gestorben wäre, hätte er es doch sicher bezahlt. Aber nun ist er tot und wir bekommen keinen Pfennig und deshalb wollen wir uns rächen. Draußen, vor der Tür, da soll er liegen. Das ist böse und schlecht, was ihr tun wollt. Lasst ihn in Gottes Namen in Ruhe. Ach, geh deiner Wege. Was geht dich das an, was wir mit ihm machen? Ich habe nicht mehr als 50 Taler. Das ist mein ganzer Erbteil. Das will ich euch gerne geben, wenn ihr nur ehrlich versprechen wollt, den Armen hier in Frieden zu lassen. Ich werde auch ohne Geld auskommen, denn ich kann mir durch meine Hände Arbeit Geld verdienen. Wenn du seine Schulden bezahlst... So wollen wir ihm gewiss nichts tun. Da kannst du sicher sein. Ja. Die 50 Taler. Hier sind sie. Danke, Herr. So ein gutmütiger Herr. Leb wohl. Jetzt will ich mich hier etwas ausruhen. Hübsch ist es im Wald. Und dann ziehe ich weiter in die große, prächtige Welt. Ah ja. Nun, Kamerad, wo geht die Reise hin? Hinaus. Hinaus in die Welt. Ich habe weder Eltern noch Geschwister. Bin ein armer Bursche. Aber der liebe Gott wird mir schon helfen. Ich will auch in die weite Welt. Wollen wir beide in Gesellschaft reisen? Ei, freilich. Fremder, ihr seid ein guter Mensch und seid weit rumgekommen in der Welt. Darum könnt ihr auch so viel erzählen. Still! Da kommt jemand. Eine sehr alte Frau mit einem schweren Bündel auf dem Rücken. Brennholz für den Herd. Und drei große Ruten hält sie. Au! Oh, sie ist ausgerutscht, die arme alte Frau. Sie hat ein Bein gebrochen. Gebrochen? Ja, und was machen wir jetzt? Wir müssen sie nach Hause tragen. Ich habe hier eine Salbe, die wird das Bein sofort heilen. Dann kann die alte Frau selbst nach Hause gehen, als ob sie nie das Bein gebrochen hätte. Nur müsst ihr mir zum Lohne diese drei Ruten geben, die ihr in der Hand habt. Das wäre gut bezahlt. Die Ruten gehören mir. Aber mein Freund will euch heilen. Ihr könnt euch doch nicht vom Fleck rühren mit dem gebrochenen Bein. Und dafür verlangt er nur diese Ruten.
So, so. Nimm denn diese Ruten. Was willst du mit den Ruten? Die sind hübsch. Die gefallen mir. Denn ich bin ein lustiger Kauz. Es wird bald dunkel. Wir sollten ins nächste Dorf und ein Wirtshaus suchen. Dort wollen wir uns dann ausruhen. Ja, Johannes. Wir wollen uns beeilen. Ein toter Schwan. Ach, der Arme. Was mag ihm zugestoßen sein? Schau, seine Flügel. Ich will sie mitnehmen. Die Schwanenflügel? Zwei so schöne Flügel, so weiß und groß, die sind Gold wert. Erst nimmst du die drei Ruten von der Alten, jetzt die Flügel? Du bist wirklich ein komischer Kauz. Der arme Puppenspieler. Der Hund hat seiner Prinzessin den Kopf abgerissen. Dies war die niedlichste Puppe in meinem Puppentheater. Komm, Puppenspieler, gib mir deine Puppe. Ich will sie wieder instand setzen. Schaut! Die Puppe tanzt von selbst. Ja, fast wie ein Mensch. Jetzt brauche ich sie nicht mehr zu führen. Sie bewegt sich von selbst. Wie schön. Fremder, ich will dir meine Goldkrone geben, wenn du auch die anderen Puppen mit deiner Salbe bestreichst. Sie wollen auch lebendig werden und alle ihre Glieder bewegen können. Fremder,
Ich will dir alles Geld geben, das ich heute für die Vorstellung erhalten habe, wenn du nur meine Puppen einsalbst. Ich will kein Geld und auch nicht die Goldkrone. Ihr sollt mir den Säbel geben, den ihr hier in der Kiste habt. Gut, ihr sollt ihn bekommen. So, nun ist's genug. Hinein in die Kiste. Wir wollen aufs Schloss und den traurigen König zum Lachen bringen. Warum ist der König denn traurig? Der Herr Wirt wird es euch erzählen. Ich muss mich beeilen, um heute Abend noch auf dem Schloss zu sein. Hab Dank, Fremder, dass ihr meine Puppen zum Leben erweckt habt. Lebt wohl, Puppenspieler. Ist der König traurig, weil er krank ist? Der König ist ein lieber, guter Mensch, der keinem etwas zuleide tut. Aber seine Tochter, das ist eine schlimme Prinzessin. Sie ist schön. Niemand kann schöner sein als sie. Aber sie ist auch eine böse Hexe. Eine Hexe? Sie ist schuld daran, dass so viele junge Prinzen ihr Leben verloren haben. Und warum? Es steht jedem frei, ob Prinz oder Bettler, um die Prinzessin zu werben. Nur muss er drei Dinge raten, nach denen die Prinzessin fragt. Und wenn der Freier die drei Dinge nicht erraten kann? Tja, dann muss er sterben. Und wenn er richtig rät, dann heiratet er die schöne Prinzessin. Ja, nur hat bis jetzt keiner die richtige Antwort erraten. Nun kann ich verstehen, warum der König traurig ist. Ja, die garstige Prinzessin sollte wirklich die Rute zu spüren bekommen. Das würde ihr gut tun. Naja, und nun wünsche ich euch eine gute Nacht. Ist die Prinzessin. Alle rufen Hurra, weil sie so schön ist, so dass alle vergessen, wie böse sie eigentlich ist. Wie schön sie ist. Sie ist so schön. Ich liebe sie. Sie kann nicht böse sein. Jeder Mann hat ja die Erlaubnis, um sie zu freien. Sogar der ärmste Bettler. Ich will auch auf das Schloss gehen, denn ich kann nicht anders. Was spricht ihr da? Geht ja nicht aufs Schloss. Es wird euch so ergehen wie all den anderen. Rein. Was willst du? Herr König, ich will die Prinzessin heiraten. Ich liebe sie. Lass es lieber sein. Es geht dir bitterböse wie all den anderen. Lass es lieber.
Du machst mich wirklich unglücklich, denn es geht mir so unendlich nahe. Guten Tag. Guten Tag, schönste Prinzessin. Ich heiße Johannes und bitte dich, mich drei Dinge raten zu lassen. Drei Dinge, Johannes. Gut. Komm morgen wieder aufs Schloss. Redst du morgen richtig, so sollst du noch zweimal kommen. Und nun? Bis morgen. Bis morgen. Die Prinzessin ist wunderschön. Und ich habe mich in sie verliebt. Ich kann's gar nicht erwarten, dass es Tag wird, damit ich auf dem Schloss mein Glück versuche. Ich hab dich lieb, Johannes. Und wir hätten noch lange durch die Welt wandern können. Und nun soll ich dich schon so bald verlieren. Aber ich will am letzten Abend, wo wir zusammen sind, deine Freude nicht stören. Wir wollen lustig sein, recht lustig. Morgen, wenn du weg bist, kann ich mich ja ausweinen. Komm, komm, wir wollen auf das Wohl der Prinzessin trinken. Ich habe einen neuen Freier bekommen. Er kommt morgen aufs Schloss. Wonach soll ich ihn fragen, mächtiger Zauberer? Du sollst etwas ganz Leichtes fragen. Denk an deinen Schuh, das errät er nicht. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ganz tief. Eigenartig. Ich habe noch nie so tief geschlafen wie heute. Ob es vom Wein kommt? Das kann schon sein. Ich hatte heute einen sonderbaren Traum. Wovon hast du geträumt? Von der Prinzessin und ihrem Schuh. Ihrem Schuh? Sonderbar. Johannes, wenn du heute aufs Schloss gehst und die Prinzessin sagt, du sollst raten, an was sie gerade denke, so sage, sie denke sicher an ihren Schuh. Ich kann das sagen, aber ebenso gut etwas anderes. Aber vielleicht ist das ganz richtig, was du geträumt hast. Denn ich vertraue fest darauf, dass mir der liebe Gott helfen wird. Ich will dir aber doch Lebewohl sagen, denn rate ich falsch, so bekomme ich dich nie mehr zu sehen. Leb wohl. So lebe wohl, mein Freund. Sprich, mein Lieber, woran denke ich? Edle Prinzessin, ihr denkt an euren Schuh. Schuh? Meinen Schuh? Ja, es ist richtig. Der Schuh, der Schuh! Potztausend! Sie denkt an ihren Schuh und er hat's erraten. Oh, so eine Freude! Bravo, bravo! Zum ersten Mal hat jemand richtig geraten. Er hat richtig geraten. Er hat richtig geraten. Morgen zur gleichen Stunde sollst du das zweite Ding raten, an das ich denke. Geh jetzt. Rate, woran denke ich jetzt? An euren Handschuh. Sie denkt an ihren Handschuh. An ihren Handschuh. Er hat es wieder erraten. Sie denkt an den Handschuh. Ich muss vor Freude einen Purzelbaum machen. Es war richtig. Der Handschuh. Sie hat an den Handschuh gedacht. Und der ganze Hofstaat hat vor Freude einen Purzelbaum gemacht. Nun kommt es darauf an, ob du noch das dritte Mal richtig raten kannst. Geht es auch diesmal gut, so werde ich die schöne Prinzessin heiraten. Aber rate ich falsch? Tja, so ist's aus. Ich verliere mein Leben. Nun bleib ruhig. Bleib ruhig und geh früh schlafen, dass du morgen gut ausgeruht bist. Großer Zauberer, er hat auch das zweite Mal richtig geraten. Sei unbesorgt. Ich bin so betrübt. Denn gewinnt morgen Johannes, so kann ich nicht mehr herkommen und mit euch Zauberkunststücke ausführen. Es soll ihm nicht gelingen. Komm, komm. Ich fliege mit dir zu deinem Schloss. Unterwegs wird mir schon etwas einfallen, woran er nie denken wird. Denke morgen an mich, den Zauberer. Das wird Johannes nie erraten können, denn er kennt mich ja nicht. Und nun, geh schlafen. Hab Dank, mächtiger Zauberer.
Woran denke ich? Der, an den du denkst, der liegt draußen vor dem Fenster. Geh und schau raus. Nun bist du mein Herr. So gefällt es mir. So wollen wir es haben. Noch heute sollen die Vorbereitungen zur Hochzeit beginnen. Johannes, sie kann dich noch nicht lieben, denn sie ist noch verzaubert. Verzaubert? Und was kann ich dagegen tun? Nimm diese 3 Federn. Führe die Prinzessin an den Teich, dort tauche sie 3-mal unter, dann wird der Zaubergeist von ihr weichen. Johannes, ich danke dir. Du hast den Zauber gelöst. Ich kann wieder eine frohe Prinzessin sein. Das hast du nicht mir zu verdanken, sondern meinem Freund. Er soll an der Hochzeitstafel den Ehrenplatz haben. Nein, lieber Johannes. Ich muss jetzt gehen. Ich habe nur meine Schuld bezahlt. Welche Schuld denn? Kannst du dich an den Toten erinnern, dem die 2 bösen Männer Leid zufügen wollten? Du gabst alles, was du besaßest, damit er im Grab Ruhe finden könnte. Der Tote bin ich.